der seinen Koffer am Flughafen vertauscht und ist dann fast in den Knast gekommen. Ist in eine Hochzeit geflogen, Hotel angekommen, hat seinen Koffer aufgemacht, nicht seine Klamotten drin. Aber im Koffer war ja sein Anzug. Ja. Ist halt nur in Shorts und T-Shirt geflogen. Und wenn der Flugzeug abstürzt, hast du ja Blut auf deinen guten Sachen drauf. Am Koffer hat er dann Telefonnummer gefunden, hat er angerufen, weiter, einen Koffer vertauscht, gleicher Koffer. Jo, ist am Flughafen. Der muss ja zur Hochzeit. Ich hab geplant, sag ich. Von wem war das die Hochzeit? Von einem Freund von ihm oder was? Weiß ich nicht. Schwester oder so. Oh, okay. Ja. Ist auch nicht egal. Der Typ gesagt, jo, kannst auf einmal meinen Anzug nehmen. Im Koffer ist ein Anzug drin. Problem war aber, war ein bisschen groß. Oh nein. Ja, machst du nichts. Hat ihn angezogen, ist ins Auto rein, hat dann aber im Anzug in der Tasche so einen Beutel gefunden mit Pulver drin. Oh nein. Hat gesagt, okay, bin spät dran, Stress jetzt, auf den Sitz geworfen, losgefahren. Bisschen schnell gefahren, ne? rum. Ne? Polizei hält ihn an. Sieht das weiße Pulver. Was da drin? Also, das unverdächtig so gesagt. Ja. Weiß ich nicht, ist nicht meins. Ich rufe den Typen an, sagt, jo, hier ist Polizist. Ja. Polizist hat das Ding gegeben. Polizist mit dem Pulver und dem Handy dann. Ja. Schweigt kurz. Zerredet mit irgendwie, sagt, okay. Das Handy mit dem Pulver zurück und sagt, okay, kannst fahren. Was hat er dem gesagt? In der Tüte war die Asche seiner Mutter. Hat man immer dabei im Anzug. Ja, genau. Die Story ist echt, aber die ist nicht echt. Also die Sachen sind passiert. So, der hat halt aber einen Typen engagiert, der den Koffer vertauscht. War jetzt nicht Zufall, aber die Sachen sind trotzdem passiert. Hä? Warum macht er das? Dass er das erzählen kann. Der Typ ist komisch.